Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Uli Berger, erster Bürger der Stadt Salzkotten, feiert am Pfingstsamstag seinen 50. und macht das halbe Jahrhundert voll. Für uns Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen. Im Jahr 2014 wurde der bislang politisch eher unbekannte Verwaltungsfachmann für die CDU in den Wahlkampf geschickt. Doch sehr schnell gewann der 44-jährige Familienvater die Sympathien seiner Wähler und konnte sich mit einem Traumergebnis vor seinem Konkurrenten Michael Springt von der SPD behaupten. Salzkotten hatte einen neuen Bürgermeister. Mit 70,32% hatte der 44-jährige Diplom-Verwaltungswirt ein Traumergebnis erzielt. Dann die erste Pflichtübung des neuen Bürgermeisters der Stadt Salzkotten. Die Glückwünsche aus der endlos langen Schlange von Gratulanten im Ratssaal entgegenzunehmen. Unter ihnen auch der Vater Bergers, Paul Berger, mit seiner Lebensgefährtin. Ich möchte mich an erster Stelle bei meiner Familie bedanken, die mir den Rücken freigehalten hat. An diesem Morgen, als sich Uli Berger in das Salzkottener Rathaus begab, war es für ihn kein Tag wie jeder andere. Die Kirchenuhr der Stadt schlug 8 Uhr. Die Bürgermeisterkette, die Vorgänger Michael Dreyer dann überreichte, wog schwer. Außerdem hinterließ Dreyer, der zukünftige Bürgermeister Paderborns, große Fußstapfen, doch in die wollte sein Nachfolger erst gar nicht treten und verschaffte sich viel Respekt mit seinem eigenen Stil. Dazu gehört auch die Nähe zu den Menschen seiner Stadt. In Zeiten der Corona-Krise brachte er in zahlreichen Interviews im Stadtfernsehen die Bürger immer auf den neuesten Stand. Viel Anerkennung fand Berger auch für sein Redetalent. Legendär die Reden anlässlich des Martini-Festes, die das Publikum immer zu Lachsalven herausfordern, aber auch besinnliche Worte anlässlich der Gedenkfeier an der Synagoge. Als im Jahr 2015 die Flüchtlingswelle die Stadt überrollte, behielt er Nerven und sorgte dafür, dass genügend dezentrale Plätze für die Unterbringung zur Verfügung standen. Ein Problem in einen Erfolg umzuwandeln, das ist ebenfalls eine Eigenschaft des Salzkottener Bürgermeisters. Als sich für ein baufälliges Haus im Zentrum kein Investor fand, wurde man kurzerhand selbst Investor. Heute sind hier 14 Wohnungen entstanden. Im Erdgeschoss ist die Stadtbibliothek untergebracht, ein ebenfalls mutiges Projekt, der Anbau und die Generalsanierung des Rathauses. Eine Herzensangelegenheit Bergers, der über exzellente Kenntnisse in der Wirtschaftsförderung verfügt, ist die Ansiedlung gewerblicher Unternehmen. Bis zum heutigen Tag ein einzigartiger Erfolg. Und den hatte er auch, als er sich in der neu gegründeten Organisation Salzkotten Marketing als Motor betätigte. Fortan ging es mit den Festen der Stadt steil bergauf. Einzig seine politische Konkurrenz ist ein wenig frustriert, denn Salzkottens Bürgermeister macht einfach alles richtig. Herzlichen Glückwunsch, Uli Berger, und weiterhin, und jetzt benutzen wir mal schnell die Worte des Vorgängers: Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und Niggemeier, Treffpunkt Küche.